Hallo und damit herzlich willkommen beim Bastelvideo. Keinen Schreck kriegen, ich sehe eigentlich noch ganz normal aus. Diese Brillen hier, die wirken wahre Wunder. Also wenn man so einen kleinen Sachen machen möchte, wie gesagt, Batterie tauschen, hier ist ja noch eine versteckt, hier unten. Da kommt man mit der Brille schon ziemlich weit. Also da kann man schon viel mehr sehen. Aber ist trotzdem nicht so der wahre Jakob. Ich dachte mir, da muss es ja auch noch eine andere Möglichkeit geben. Und deswegen habe ich mir jetzt mal was anderes besorgt. Und zwar habe ich mir hier so ein digitales Mikroskop bestellt. Das macht bis zu 200-facher Vergrößerung am PC und bis zu 40-facher Vergrößerung auf einen Monitor, der hier montiert ist. Ja, ich dachte mir, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, um die Arbeiten wieder ein bisschen angenehmer zu machen. Also gerade hier so Batteriewechselgeschichten. Oder auch wenn man mal was löten muss, was ein bisschen kleiner ist. Da könnte so ein Gerät vielleicht hilfreich sein. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Eine Kabelfernbedienung. Das ist der Monitor samt Kamera. Das ist hier scheinbar so eine Art Fuß. Eine Anleitung. Und dann haben wir hier den Sockel, der ist aus Metall. Mit zwei Lampen drauf. Das ist hier der Schiebeschlitten, denke ich mal, wo die Kamera dran montiert wird. Jawohl. Das wird hier scheinbar geschraubt. Hier sind die Winde drin. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Umdrehung geht wohl nicht. Doch. Wie weit kommen wir denn? Da ist es fest. Okay, man soll also hier mal festmachen. So. Dann haben wir hier die Aufnahme für die Kamera, denke ich mal. Hier so rein. Kippt das mal an, dann sieht man das besser. Dann wird das hier links und rechts festgeschraubt. So, das sind hier, wie gesagt, kleine LED-Lampen. Die kann man sich hier so hinbiegen. So, dann haben wir hier hinten die kleine USB-Buchse, leider kein USB-C, das ist hier noch Micro-USB. Oh, da leuchtet es schon. Sehr schön. Kann man die Lampen noch einstellen hier, helligkeitsmäßig, ist hier so ein kleiner Drehregler. Kann man hell und dunkel stellen. So.
Und dann können wir mal den Monitor einschalten. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nachdem wir das richtig angeschlossen haben, nämlich von der Fernbedienung, das kleine Micro-USB kommt hier hinten drin und der Hauptanschluss, wo der Strom ist, das kommt hier ins Gerät drin. Und dann hast du wieder die Lampskis, die an sind, und du hast einen Monitor, der irgendwas anzeigt. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier mal irgendwas sehen. Hier ist ja so ein Zettelchen montiert. Ah, hier können wir mal was erkennen. Hier ist praktisch diese Millimeterangabe. Oh, das ist mein Daumen. Diese Millimeterangabe hier. Genau. Das sieht man da schon ganz gut. Wir legen jetzt hier mal so eine Batterie hin, dass wir mal Vergleich haben. Also die Batterie ist ja relativ klein. Was heißt klein? Ist schon eine große, eine 2032. Aber wenn wir die jetzt hier mal unterschieben, das ist dann schon doch relativ groß und gut zu sehen. Also man sieht es jetzt nicht so gut, weil der Monitor so ein bisschen schräg steht. Ja, warte, man kann den auch kippen. Dann seht ihr das besser. Ich zwar nicht mehr, aber ja, das sieht doch ganz vernünftig aus. Muss ich sagen. Der Blendschutz, wie gesagt, der ist dann wahrscheinlich ganz gut zu gebrauchen, wenn man wirklich ein Problem hat, dass die Lampen selber vielleicht spiegeln. Man kann die auch wegmachen. Oder jetzt ja nicht so viel dunkler. Man kann die ja auch mal runterdrehen, ausmachen. Nö, reicht im normale Licht hier aus. Kann man nicht mäkeln. Ja, das ist auch schon mal was. Jetzt können wir uns ja mal die Uhr hier hinlegen. Ui, meine Fresse. Müssen wir jetzt hier ein bisschen schärfer machen. Ja, das sieht natürlich schon mal ganz anders aus. Natürlich schon mal eine Hausnummer. Da kann man schon so einiges mehr erkennen. Ich denke mal, es wird eine ganz schöne Umgewöhnung sein, damit zu arbeiten. Da man jetzt über dieses Mikroskop praktisch die Sachen macht. Man sitzt nicht mehr so dicht dran an dem Objekt, man ist ja weiter weg. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, denke ich mal, ist das schon eine sehr praktische Sache. Ja, das ist ja schon mal ganz schön. Kann man erstmal nicht genug meckern. Dann hat man hier an der Fernbedienung noch die Möglichkeit, Filme aufzunehmen. Geht jetzt natürlich nicht, weil ich keine Speicherkarte drin habe, sagt er jetzt hier auch. Fotos kann man auch noch machen, natürlich. Mal umdrehen. Was ist das hier? Das weiß ich nicht. Das ist zum Abspielen nachher, wenn man die Speicherkarte da drin hat. Ach, und dann kann man vor und zurück gehen praktisch. Wenn man schon Bilder aufgenommen hat, kann man die vor und zurück sich angucken. Ja, das ist natürlich eine ganz praktische Sache. Finde ich ganz gut. Und dasselbe hat man hier am Gerät auch nochmal, wenn man die Fernbedienung jetzt nicht nutzen möchte, kann man das doch direkt hier am Gerät nochmal bedienen. Ja, das ist ja nicht so schlecht. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir das Ding mal voll aufladen und dann werden wir uns nachher mal damit beschäftigen, eine Batterie zu wechseln hier in dem Kladderadatsch. Also auch löten wäre durchaus möglich. Wie gesagt, natürlich werden die Gerätschaften dann auch riesengroß. So ein kleiner Lötkolben ist dann natürlich plötzlich auch riesengroß unter der Lupe. Aber das ist, wie gesagt, eine Gewöhnungssache. Kann man ausprobieren. Und ich denke mal, dass das schon hilfreich sein kann, mit so einem Gerät dann zu arbeiten. Ja. Soweit sollte das halt funktionieren. Also ich sag mal, das Ding kostet bei Aldi zurzeit 69 Euro. Und für den Preis, sag ich mal, ist das ganz okay. Ob man jetzt mit der Brille hier arbeiten will,
oder mit so einem Mikroskop, das muss jetzt jeder für sich selber wissen. Auf alle Fälle kann das eine hilfreiche Unterstützung sein bei so manchen Arbeiten. Und ich werde das jetzt in nächster Zeit dann auch mal nutzen, wenn ich wieder irgendwelche Lötarbeiten habe. Und werde das dann mal ausprobieren, wie das ist. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.